Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich nehme euch heute wieder eine Runde mit durch meinen Tag. Es ist so einiges geplant. Ich wollte euch heute auch noch ein paar coole Sachen zeigen. Unter anderem schöne Geschenke, die ich bekommen habe von meinen Mädels. Mein Tisch ist total belagert, eher ungewöhnlich, ne, für mich. Hier ist noch meine Naked-Bestellung. Das zeige ich euch gleich noch auf Instagram. Ansonsten ist hier die ASOS-Bestellung. Mein Mann hatte endlich Zeit und hat sich die Sachen anprobiert, sodass ich jetzt das alles zurückschicken kann, was ihm eben nicht gefällt. Und ich zeige euch heute ein bisschen was in diesem Video. Ich muss jetzt gleich noch zu Edeka bzw. zum DM. Die Sachen würde ich euch auch noch zeigen. Und der Postbote, der war auch schon da. Ich habe was für die Steffi bestellt. Die hat bald Geburtstag. Und das würde ich euch heute auch noch zeigen. Und ja, jetzt zeige ich euch noch kurz mein Outfit. Das interessiert euch ja immer, aber das ist nochmal das Kleid, das ich euch schon gezeigt habe aus der Autostadt. Das hatte ich bei ASOS gekauft. Das ist halt super bequem und heute Morgen war es noch recht frisch, deshalb habe ich das angezogen. Meine Schuhe, die sind von Naked, hatte ich euch auch schon erzählt. Und ja, mal schauen, was noch so passiert. Ich wünsche euch auf jeden Fall ganz viel Spaß beim Video. So, wisst ihr was? Wir machen jetzt erstmal die Pakete auf. Meine Kinder schlafen nämlich noch. Bei uns sind ja Ferien, die haben ja erst begonnen und die wollten ganz gern mit zum Einkaufen. Ich habe mir jetzt die Pakete hier mal eben hingestellt. Sorry, dass ich ein bisschen leiser sprechen muss. Ich platziere euch mal hier. Ich hoffe, dass das jetzt so in Ordnung ist. Bevor wir die Pakete aufmachen, wollte ich noch ganz kurz was sagen. Und zwar hatten mich ganz, ganz viele gefragt, ob ich nicht mal eine aktuelle Haut-Tagespflege-Routine abdrehen könnte, was ich wirklich sehr gerne mache für euch, aber ich kann es nicht versprechen, denn in den nächsten Wochen haben wir so einiges geplant, also privat. Außerdem trage ich ja hier noch was mit und da kann ich eben nichts versprechen. Ich greife das jetzt aber nochmal ganz kurz sehr gerne für euch auf. Ich hatte euch schon einige Produkte gezeigt, die meine Favoriten einfach sind, die ich tagtäglich verwende, aber nochmal ganz kurz und zwar liebe ich, hatte ich euch auch noch erzählt, dass ich ja diese 30 Tage Glykol-Peel-Pads-Kur gemacht habe. Und zwar ist es dieses hier. Hatte ich euch auch schon in zwei Videos erzählt. Das bekommt ihr in der Drogerie. Ist wirklich absolut genial. Ich kann euch die Videos dazu gerne mal unten in der Infobox verlinken. Da habe ich euch alles dazu wirklich ganz explizit erklärt. Aber was super wichtig ist, gerade bei diesen Temperaturen, dass wir eine Tagespflege noch verwenden, die einen Lichtschutzfaktor hat. Und dazu verwende ich jetzt eben diese hier, auch von Revitalift X3, eben passend. Diese Kombi mit einem Lichtschutzfaktor von 20. Wir müssen jetzt nicht über das Packaging sprechen. Da wissen wir ja, dass L'Oreal sich nicht lumpen lässt. Richtig schön. Dieses Glastiegelchen, die duftet unheimlich gut. Und es ist eben wichtig, dass ihr, nachdem ihr diese Glykol-Peel-Pads verwendet habt, das hier verwendet, weil die Haut exfoliert. Und das heißt, die wird halt empfindlicher, jetzt gerade der Sonne gegenüber. Und wir wollen ja schön Feuchtigkeit spenden, beziehungsweise wollen die Hautalterung noch ein bisschen nach hinten verzögern. Wenn ihr versteht, was ich meine. Ihr könnt euch das gerne mal durchlesen, wenn ihr beim DM seid. Habe ich auch gemacht, ist super interessant. Und ich mag das Produkt super gerne. So viel jetzt erstmal dazu. Ansonsten lasse ich das einwirken eine ganze Weile. Ich mache ja dann immer erst meinen Haushalt. Das wisst ihr ja, das geht bei mir immer vor. Und danach schminke ich mich. Ganz normal. Also dazu kann ich euch aber auch, wie gesagt, gerne ein Video machen. Ich kann es nur nicht versprechen, dass es halt jetzt in den nächsten Tagen online kommt. Ansonsten habe ich mir jetzt hier mal meinen Lippenstift bereitgelegt, weil ich weiß, dass mich da ganz, ganz viele fragen werden. Und bevor ich da jetzt auf alle Kommentare eingehe, blende ich es mal ganz kurz ein. Die 471 aus der Colorish-Reihe, diese matte Reihe. Ich mache mir danach eigentlich immer ein bisschen Lipgloss drauf, weil ich dieses matte Gefühl nicht so gerne mag. So, und jetzt machen wir aber wirklich die Pakete auf. Wie gesagt, sorry, dass ich ein bisschen leiser sprechen muss. Ich hoffe, dass es jetzt so auch von der Kameraeinstellung geht. Ja, hier hat der Postbote mir einen Brief draufgelegt. Kirchensteuer. Danke fürs Gespräch. Muss aber auch bezahlt werden. Und jetzt machen wir erstmal, glaube ich, das große Paket oder erst das kleine auf. Ist ja egal, welche Reihenfolge. Also Leonardo hat die neue Herbst-Winter-Kollektion rausgebracht. Seit 1. August. Und da habe ich mir was ausgesucht. Und Steffis Geschenk
hat auch was damit zu tun. Und ich sehe schon, hier ist dann wahrscheinlich Steffis Geschenk drin. Zeige ich euch gleich. Zeige ich euch erstmal die neue Kollektion. So sieht mein Paketchen jetzt aus. Tada! Und das gehen wir jetzt mal durch. Ich bin schon total aufgeregt. Die haben so, so schöne Sachen. Da müsst ihr unbedingt mal vorbeischauen. Und zwar fangen wir mal damit an. Die haben jetzt scheinbar das neu. Normalerweise kommt der Schmuck ja immer in so einem Samtsäckchen. Aber das finde ich auch voll edel. Jetzt machen wir das mal zusammen auf. Tada! Schön, ne? Boah, Wahnsinn. Total edel. Die Kette nennt sich Perugia, konnte ich mir gut merken, weil ich noch nie in Perugia war. Der hat hier auch wieder dieses Darlens-System, das hatte ich euch auch schon oft erzählt. Und zwar habt ihr da eben die Möglichkeit, dieses Clip-In-System ja anzuwenden. Also ihr habt so Charms, die ihr dazu kaufen könnt und dann eben immer individuell wechseln könnt, sodass euer ja, Schmuck dann quasi zum Outfit zum Beispiel angepasst wird. Und immer anders aussieht. Ja, das ist schon mal die Kette. Und das ist ein Set. Da gibt es nämlich auch das Armkettchen dazu. Das müsste dann wahrscheinlich hier drinnen sein, denke ich mal, weil der Karton ein bisschen größer ist. Schauen wir mal. Ja, genau. Da ist das passende Armkettchen dazu. So sieht es aus. Wartet, ich zeige es euch mal ein bisschen näher. So. Eben passend zu der Kette Perugia, das Armkettchen Perugia. Richtig hochwertig sieht es aus. Mega schön. Und vom Preis her geht es auch wirklich voll klar. Ich habe ja bald Hochzeitstag, ne? Ende August. Mein Mann, der weiß schon Bescheid, dass die Frau sich mal wieder Schmuck aussucht. Tja, so ist es, ne? Die armen Männer. Dann machen wir weiter mit Ohrringen. Und zwar habe ich mir diese Kreolen hier gewünscht, die recht klein sind, in Rose Gold. Und was ich total schön finde bei dem System ist, dass ihr euch so kleine Anhängerchen dazu kaufen könnt. Ganz viele verschiedene Möglichkeiten gibt es da. Da ist schon meine Möglichkeit, die ich mir ausgesucht habe. So, ich habe mir die jetzt mal dran gemacht. Und zwar wollte ich mir jetzt aber noch andere bestellen, die ich noch gesehen habe. Die kann ich euch mal einblenden. Ich glaube, die hießen Matrix Lusso. Bin mir jetzt gar nicht sicher. Aber die hier, die finde ich auch richtig, richtig schön. Und zwar nennen die sich jetzt Nana. Und wie gesagt, das ist Rose Gold. Die gibt es natürlich auch noch in Silber und so weiter. Und ansonsten habe ich mir noch diesen Charm hier ausgesucht für meine Kette. Und der hat ganz, ganz viele kleine Steinchen mit dabei. Und ich finde, der passt halt ideal hier an diese Kette. Ja, das gefällt mir richtig, richtig gut. Und jetzt zeige ich euch noch Steffis Geburtstagsgeschenk. Und zwar ist es bei der Steffi immer so, dass sie mir sagt, was sie sich wünscht. Normalerweise ist es immer Beauty. Und diesmal hat sie sich Schmuck gewünscht. Ah, da ist auch so ein schöner Karton mit dabei. Allerdings war da die Herbst-Winter-Kollektion noch nicht raus, sonst hätte sie sich da sicher was ausgesucht, was ich ihr kaufen kann. Aber sie hat sich jetzt den Ring gewünscht, den ich eben auch habe. Der ist jetzt hier extra nochmal verpackt, den packe ich ihr dann hier rein. Das ist dieser hier, ich kann ja hier mal an mir zeigen. So sieht er aus. Und dazu habe ich ja die passende Kette und das Armkettchen. Und das hat der Steffi eben super gut gefallen. Die ist bald zu einem besonderen Event eingeladen und da hat sie zu mir schon gesagt, dass sie das gerne tragen würde. Das werde ich ihr schön einpacken, dann bekommt sie aber trotzdem noch ein bisschen was an Beauty dazu. Kann ich euch dann auch noch zeigen. Und das waren jetzt erstmal die Paketchen, die angekommen sind. Ich habe jetzt gerade schon was gehört. Ich denke, die Mäuse werden jetzt gleich frühstücken und dann gehen wir zum Einkaufen. Und ja, dann nehme ich euch jetzt einfach mal weiterhin mit. Ich verlinke euch gerne mal unten alles in der Infobox. Ich habe von Leonardo auch noch einen Rabattcode bekommen. Und zwar nennt er sich Rosella10. Da könnt ihr 10% sparen. Da könnt ihr euch bestimmt auch was richtig Schönes von der Herbst-Winter-Kollektion aussuchen. Wie gesagt, schaut einfach mal unten in die Infobox. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat, was ich mir so ausgesucht habe. Und jetzt schauen wir mal, was die Kinderlein so machen.
So, meine Mäuse sind versorgt, die frühstücken jetzt. In der Zwischenzeit zeige ich euch ganz kurz die Geschenke, die ich bekommen habe fürs Baby. Und es ist unglaublich, meine Uhr ist schon wieder stehen geblieben, ja. Also ich habe voll das Pech. Ich muss die jetzt dann auch gleich noch zum Juwelier bringen, aber wir müssen ja jetzt eh in die Stadt. Also nur, dass ihr da schon mal Bescheid wisst. Jetzt zeige ich euch die Geschenke. Ach, und nicht wundern, die Jalousien sind auch noch unten. Und ja, normal, ne? Früher Morgen. Jedenfalls habe ich gestern von der Mayra diese wunderschöne Windeltorte bekommen im Namen meiner Freundinnen, meinen Mädels. Ich sag jetzt mal absichtlich nicht den Namen, wie wir uns nennen, falls ein paar Spanierinnen dabei sind, die würden sich nämlich sehr wundern. Auf jeden Fall habe ich mich riesig gefreut. Ich habe nämlich überhaupt nicht damit gerechnet. Da ist so ein wunderschöner, ganz, ganz kuscheliger Bär mit dabei. Dann dieses Produkt hier, da freue ich mich total drauf. Das ist wohl in Spanien so ein Brauch. Also das macht man den Babys dann immer drauf. Dann duften sie gut. Dann habe ich hier noch verschiedene Produkte. Könnt ihr ja sehen, alles sehr neutral. Wir wissen ja noch nicht das Geschlecht. Dann hier noch was von Belly Button. Da hinten sind noch Bodies, Söckchen und noch ein paar Pflegeprodukte. Und ja, da habe ich mich wirklich wahnsinnig drüber gefreut. Und dann habe ich dieses hier noch von der Mayra geschenkt bekommen. La Giraffe nennt sich das, also total süß. Und jetzt Achtung, das sieht so, so schön aus. Was von Zara, schaut mal bitte, dieses Set, also das Oberteil und die Hose dazu. Also, dass ich nicht geheult habe, war wieder alles, ne? Also ich habe mich auf jeden Fall total gefreut. Sehr, 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 sehr hochwertig. Und ja, da haben mir meine Mädels eben eine richtig große Freude gemacht. So, jetzt geht's einkaufen. Da sind meine Füße. Auf geht's. Ich bin zurück vom Einkaufen und zeige euch jetzt mal ganz schnell, was ich an Lebensmittel gekauft habe, beziehungsweise beim DM. Ich hole alles mal raus, dann geht es ein bisschen schneller, dann kann ich es euch besser zeigen. Also ich war im Feinkostladen, da habe ich mitgenommen einen Linsensalat, einen Kichererbsensalat und Bulgursalat. Dann war ich noch bei Edeka, da habe ich mitgenommen diesen Rinderfond, Rispentomaten, Maultaschen, die mag der Max. Die kann man anbraten oder eben in Gemüsebrühe. Dann eine Avocado, frisches Brot, Brötchen, Gouda, Banane, eine halbe Melone, Karotten, ein Kürbis und diese Erbsen und gelbe Rüben hier, die liebt der Lucky. Und hier noch frische Bohnen, denn es wird jetzt gleich eine Suppe geben. Und jetzt zeige ich euch noch, was beim DM mit durfte. Also beim DM durften mit diese Wischtücher, Bref Power gegen Kalk und Schmutz. Dann was für die Spüle und zwar ein Spülmittel, dieses hier von Frosch. Denk mit Scheuermilch, dann habe ich mal dieses hier mitgenommen, das habe ich noch nie verwendet. Das habt ihr mir aber empfohlen für die weißen Sachen, die jetzt ganz lang in den Kartons waren und so ein bisschen vergilbt sind. Da soll ich dann das verwenden. Ich bin mal gespannt. Ich finde es auch ein bisschen aggressiv. Ich muss mal gucken, wie ich das dann verwende. Dann habe ich noch dieses hier für die Bäder, das hier noch für die Küche, dieses von Denk mit Power Fettlöser. Dann habe ich noch das und das für die Gästetoilette und für unten das Bad. Für hier oben hatte ich jetzt noch eins und hier eine neue Zahnbürste für den Lissandro. Jetzt verräume ich mal alles ganz schnell, weil ich jetzt kochen muss. Meine Mäuse haben nämlich Hunger. Ach, hier habe ich noch diese. Genau, die habe ich auch noch mitgenommen bei DM. Okay, das war's jetzt aber vom Einkauf. Weiter geht's. So, voll gefuttert. Jetzt genießen wir noch ein bisschen die Sonne. Die Kinder möchten gern ein Eis essen. Und der Alessandro nimmt die Kamera mit. Der Gianluca möchte nämlich gerne ein paar Stunts filmen. Dann schauen wir mal, was wir da jetzt so noch erleben. Pass schön auf dich auf, Lucky. Ja. Und Alessandro sieht dann, wo der Lucky fährt. Also, Lucky, viel Spaß. Danke. Und da ist die Bella. Hast du den Stock? Gesundheit, Bella. So, der Lucky, der fährt jetzt hier den steilen Berg runter. Das ist eine ganz schön heftige Strecke. Eben
für diese Fahrräder und für sein Hobby geeignet. Und wir fahren jetzt dann gleich mit dem Auto runter und ja, sehen ihn dann gleich. Mein Mann, der ist noch da hinten, der schaut noch was am Auto, weil da schon wieder irgendwas nicht stimmt. Es war ja wieder in der Werkstatt wegen der Klimaanlage. Und jetzt klappert es irgendwie. Und wir wollen ja mit dem Auto in Urlaub fahren. Das wäre ein bisschen blöd, wenn es dann im Urlaub irgendwie Komplikationen gibt. Und da ist die Bella. Da. So, und jetzt kommt auch mein Mann. Seit wann esse ich Eis? Heute esse ich mein Eis. Ein Wunder. So, meine Lieben, ich wollte mich noch ganz kurz von euch verabschieden. Das war's von meiner Seite heute. Da hinten ist die Bella. Und hinter mir ist das absolute Chaos ausgebrochen. Das muss ich jetzt alles noch wegräumen. Ja, komm mal her. Ich hoffe, dass euch dieses Video gefallen hat und dass wir uns im nächsten Video wiedersehen. Lasst es euch gut gehen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bella ist eine Katze. Und Bella passt schön auf, dass da keine Katzen rumlaufen bei unserem Grundstück. Also macht's gut. Tschüss.